Vielen Dank. Liebe Gäste, liebe Rathenower, Schwestern und Brüder, sage ich ja sonst gerne, sage ich auch hier einmal, sehr geehrte Damen und Herren. Und jetzt habe ich die Brille vergessen. Kennen Sie das, dass die Buchstaben immer kleiner werden mit den Jahren? Vielen herzlichen Dank. Wir haben zusammengesessen und haben einen Titel überlegt. Der praktische Gläubige und der gläubige Praktiker. Dass sich das überschneidet. Das soll das Thema dieses Vortrages jetzt sein. Wie kommt eigentlich ein Pfarrer darauf, Linsen zu schleifen für Brillen? Handlupen zu bauen, Mikroskope zu fertigen, Hohlgläser für Pockenärzte, Nivellierer, Miniaturmaler etc. Wie kommt ein Pfarrer darauf, Kinder anzustellen? Wie kommt einer darauf, eine Maschine zu entwickeln, die Gläser schleift? Muss man erstmal drauf kommen, wenn man Theologie studiert, lernt man das nicht unbedingt. Wie kommt einer darauf, der vor 250 Jahren geboren wurde, dessen Vater Pfarrer in der kleinen Stadt Rathenow war? Rathenow hatte 620 Wohnhäuser, 3891 Zivilpersonen, so kann man bei Wagner 1803 nachlesen. Das sind Zahlen aus 1790. Und dazu kommen 1790 Militärpersonen, Männer 331, Frauen 169 und Kinder 266. Also zu den fast 4000 Einwohnern kommen 766 Militärpersonen. Rathenow, eine Stadt, die eher mit der Schifffahrt verbunden ist, mit Ackerbau, haben wir auch deutlich gehört. Ziegelei, ja, das war ein großes Thema. Und eigentlich so gar nichts zu tun hatte mit Feinmechanik oder optischer Industrie. Nürnberg und Augsburg, die waren da schon weiter. In England sowieso. Dort schliff man Linsen, aber auf dem trockenen Weg und ohne Maschinen. Rathenow, diese Stadt, mit nur einer großen Kirche, ganz anders als Brandenburg, Tangermünde, Stendal oder sogar Havelberg. Wieso diese Linsenschleiferei? Waren es die Bücher? Schon der kleine Johann sah den Vater beim Lesen und Schreiben zu. Am Tage ging das gut, wenn die Sonne schien. Aber abends, besonders im Winter, sah der Vater sehr angestrengt aus. Beim Schein des Zeltlichtes mühte er sich ab, die Buchstaben zu entziffern. Gerunzelt die Stirn, dichter das Licht herangeholt und trotzdem kniff er die Augen zusammen. Der Vater, Johann Jakob, Pfarrer seit 1752 in Rathenow. Gar nicht weit weg, in Tangermünde geboren und aufgewachsen, studiert in Halle. Er war nach Rathenow gekommen, über die Grenze sozusagen, ins Brandenburgische, hatte erst die dritte Pfarrstelle, dann später, viel später, die zweite Pfarrstelle. Das war damals gar nicht unwichtig, denn die waren verschieden dotiert. Also Klein Johann kannte von Kindesbeinen an die Mühen, natürlich auch die Freuden des Pfarrerslebens. Er selber kämpfte mit der Dunkelheit. Beleuchtung war ein großes Thema. Besonders wenn die Tage kürzer waren und die Nächte lang. Es gab doch so viel zu lesen, so viel zu studieren, so viel zu experimentieren. Protestantische Unruhe, immer etwas machen müssen, kein Müßiggang.
nicht untätig sein. Denn am Ende galt es, Zeugnis abzulegen, Rechenschaft zu geben, wie man sein Leben dann genutzt hat. Hat man die Chancen ausgenutzt? Rechenschaft vor Gott. Johann gehörte wohl auch zu den Getriebenen, zu denen, die die Welt ein Stück besser machen wollten. Aber warum die Linsen, warum diese Geschichte, was ich eben so erzählt habe, über den Kleinen und den Vater, ist Fiktion, Mutmaßung. Aber wir müssen uns ja irgendwie annähern an diesen Kleinen, den Johann vor 200 Jahren. Heute Vormittag waren wir am Grab von Dunker, den Dunkers. Die Grabrede ist überliefert. Da brauchen wir nicht zu konstruieren und zusammen zu suchen, sondern gucken einmal hinein. 16. Juni 1843. Die Auferstehungskirche gab es noch lange nicht. Erst Jahrzehnte später wurde sie gebaut. Wahrscheinlich standen sie am Grab direkt. Oder waren sie in der großen Kirche versammelt? Wahrscheinlich nicht. Denn die Rede ist überschrieben, überliefert wurde, Worte am Grab. Wie viele nahmen teil an dieser Beerdigung? An der Beerdigung eines ihrer ganz großen Söhne? Wir haben keine Zahlen darüber. Aber der große, vielleicht wirklich größte Sohn der Stadt, war seit Jahren bettlägerig. Ich glaube nicht, dass die ganze Stadt Anteil genommen hat, auch nicht die halbe, wohl eher die Getreuen, die ihn kannten aus seinen aktiven Zeiten. Denn Dunker war schon lange emeritiert, außer Dienst, in Rente, mit 53 Jahren schon. Fleischer Gottlieb Johann Benedikt war der Prediger, der Pfarrer, der die Grabesrede zu halten hatte. Geboren am 26.02.1798 in Altruppin. Da merken wir mit einem Mal, wie sich so die Generationen verschieben und wir inmitten von großen Jahrzehnten sind. Als Dunker das Privileg zur optischen Industrieanstalt erhielt, war Fleischer 3 Jahre. Mit 25 Jahren ordiniert zum Pfarrer, gekürt, geweiht, kam er 1823 nach Hartum. Immerhin gleich in die zweite Pfarrstelle. Da bröckelte es beim Pfarrer und Brillenschleifer Johann Heinrich August Dunker schon sehr. Da war er schon außer Dienst. Aber es verband die beiden etwas, denn auch Fleischer hatte in Halle studiert. Das Gedächtnis der Gerechten bleibet in Segen. Sprüche Salomos, 10. Kapitel, 7. Vers. Das ist die Überschrift der Grabrede. Die Überschrift der Pfarrer Fleischer über das Leben von Johann Heinrich August Dunker stellt. Das Gedächtnis der Gerechten. Was ist ein Gerechter? Einer, der Recht tut, aber mehr noch. Im biblischen Verständnis ist es einer, der Gottes Willen tut. Aber was ist denn Gottes Wille? Recht und Gerechtigkeit üben und Gott anbeten, sich vor Gott wissen, nicht äußerlich, das ist alles nicht so wichtig, sondern innerlich sich vor Gott wissen. Das Gedächtnis der Gerechten bleibt im Segen. Also
dieser Johann Heinrich August Dunker einer der Gerechten? Das soll auf dem Grabstein stehen, sagt Fleischer, und in unseren Herzen. Und dann führt er aus, vor 53 Jahren im Rathenow begonnen, hat dieser, der nun begraben werden muss, sein Vater hatte bereits 37 Jahre hier gewirkt. Diese Zeitspanne, enorme Zeitspanne, deshalb ist es so gut, dass Frau Dr. Götze nochmal so vieles beleuchtet hat, dass wir ein bisschen mehr mitbekommen. Es geht hier nicht um einzelne Punkte, wenige Jahre, es geht um viele Jahrzehnte und viele Prägungen. Er, der dort begraben wird, pflegt dann noch 18 Jahre den altersschwachen Vater und hat wiederholt den ehrenvollen Ruf nach einer einträglicheren Stelle nach außerhalb hin abgelehnt. Er war verbunden mit dieser Stadt, er war verbunden mit seiner Familie. Eine einträglichere Stelle. Einträglichere Stellen gab es wohl in Berlin und sonst wo. Es war nicht wie heute, wie seit Jahrzehnten, dass allgemein die Gehälter angeglichen sind und fertig. Nein, es lag an den Möglichkeiten der Städte und Dörfer. Selber war er dann jahrelang ein Pflegefall. So Fleischer wird weiter gepflegt von der teuren Gemahlin und seinen lieben Kindern. Das setzt ja den Anfang. Er will nicht den größten Sohn der Stadt als Helden dort beschreiben, sondern das zutiefst Menschliche. Damit setzt er ein in seiner Grabesrede. 30 Jahre lang war er Prediger und Seelsorger. Und weiter dann Fleischer, sein kenntnisreicher, forschender, fortstrebender, tatkräftiger Geist, erwärmt und beflügelt von menschenfreundlicher Gesinnung, gründete hier selbst im Jahr 1800 zunächst ein zum Nutzen armer und verwaister Knaben, eine Anstalt, deren künftige Vollendung und ganze Bedeutung und Wichtigkeit er selber damals kaum zu ahnen vermochte. Sprache der damaligen Zeit, etwas überbordend, blumig und doch sein kenntnisreicher, forschender, fortstrebender, tatkräftiger Geist erwartet und beflügelt von menschenfreundlicher Gesinnung. Was für ein toller Satz für ein Menschenleben, für ein Arbeitsleben. Zum Nutzen armer und verwaister Knaben, das wollen wir so im Hinterkopf behalten. Dann, wir haben es ja auch schon gehört, 1819, ein bösartiges Nervenfieber, sodass er nur noch das Wachsen seiner optischen Anstalt beobachten konnte und sein Vertrauen zu Gott reift. Und weiter nochmal zitiert, er verlebte daher den Feierabend seines Lebens in heiterer und freundlicher Seelenruhe. In der letzten Nacht seines irdischen Lebens betet er voller frommer und gläubiger Zuversicht, Herr, erlöse mich. Sein Gebet ist erhört. Sein Gedächtnis bleibt in Segen. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben. Halleluja. Ja, der Geist spricht, sie ruhen von ihrer Arbeit und ihre Werke folgen ihnen nach. Amen. Nach Offenbarung, Johannes 14, Vers 13. Soweit Fleischer. Die ungeheure Menschlichkeit, finde ich, kommt gut zum Ausdruck. Das Irdische im besten Sinne
die Mitmenschlichkeit dieses Pfarrers, dieses Predigers, dieses Erfinders und andererseits dem Ewigen zugewandt. Es ging ihm schon um mehr als das Hier und Jetzt. Aber lassen Sie uns weitersuchen, wie so ein Pfarrer eine Maschine erfindet und die Welt verbessern will. 1789 war er Pfarrer geworden, also mit nur 22 Jahren. Träumt man heute Abitur 18, 19, 20, Studium heute, Theologie 6 Jahre, 7 Jahre und dann noch 2 Jahre obendrauf. 22 Jahre. Er muss sich beeilt haben. Oder vielleicht hatte man ihm ja auch Beine gemacht. Oder war das damals so üblich? Fleischer immerhin war mit 25 Jahren Pfarrer geworden. Und der Vater Dunker mit 26 Jahren. Er muss schon besonderer gewesen sein, besonders begabt und besonders bemüht. Studiert in Halle, vielen Dank, Sie haben schon vieles dazu gesagt. Halle steht für eine große Glaubensrichtung im Protestantismus, den Pietismus. Spener, Franke, das sind die großen Namen dafür. Sie haben die Universität Halle neu gegründet. Und die größte Schrift von Jakob Spener ist die Pia Desideria. Man sprach natürlich Latein, aber auch nur noch teilweise damals. Pia Desideria, flapsig übersetzt, frommer Wunsch, richtig, und von ihm selber übersetzt, herzliches Verlangen nach Gott, gefälliger Besserung der wahren evangelischen Kirche. Das ist ein ganzes Programm. Sie haben es schön angedeutet. Reformation ist ja schon 200 Jahre her da gewesen. Wir wollen neu ansetzen. Die Reformation weitertreiben. Das war der Ansatz von Spener und dann auch von Franke. Und das ist aber auch ein ganz praktischer Einsatz. Und die Gründung von Collegia Pietatis, das heißt, ja, frommen Gemeinschaften, Hauskreisen, die in der Bibel lesen und sich überhaupt um diese Welt kümmern. Beides. Das ist mir so wichtig zu sagen. Weltliches und Geistliches, das ist für die nicht getrennt. Das versuchen die zusammenzubringen. Und daher wurde er geprägt. Praktischer Gläubiger, gläubiger Praktiker. Im Hintergrund gibt es noch ein großes Wort, Praxis Pietatis. Das ist dann ein Gesangbuch von dem großen Krüger in Berlin, der sozusagen die Kirchenschlager befördert hat. Das meint aber, nein, nicht den innerlichen Glauben oder sonst etwas, sondern der Glaube muss zum Ausdruck kommen. Modern gesprochen, den Glauben ins Leben ziehen. Darum geht es. Wir gucken weiter. Wir gucken in die Belehrung über Brillen und die verbesserte Hörmaschine. Immer wieder aufgelegt, deren Gewinn dieser Schrift kam auch den sozial Schwachen zugute. Die optische Industrieanstalt zum Besten armer Kinder im Jahr 1801, mit allerhöchster Erlaubnis errichtet, ist in den Zeiten mit allen Schwierigkeiten durch den patriotischen Sinn der Berliner erhalten geblieben.
konnte vermehrt werden. Seit einigen Jahren auch mechanische Fabrikatur an Horn, Schildpatt, Stahl und Silberkugel verbunden. Mein Plan ist, die optische Anstalt, viel arme, verwahrloste Kinder zu nützlichen und arbeitsamen Menschen zu erziehen und Erwerb zu verschaffen. Und durch die mechanische Anstalt, wobei 6 invalide Krieger und 4 arme Bürger täglich ihr gutes Brot finden, besonders armen, blessierten Kriegern und selbst Blinden Beschäftigung und Verdienst anzubieten. Kinder, arme Bedürftige, die hat er im Blick gehabt. Und vorher 1800 in der Akte der Technischen Deputation, wo untersucht wurde, wie es dann aussieht mit dieser optischen Schleifanstalt, da geht er besonders auf die Kinder ein. Er möchte besonders für die Kinder etwas tun. Wir zucken da etwas zusammen. Arbeit, die Kinder verrichten sollen, vielleicht in unser Bild überhaupt nicht passend, aber die Menschen zu beschäftigen, sinnvoll zu beschäftigen, das steckte ja dahinter. Den Menschen, die sonst nicht ihr eigenes Brot erwerben konnten, denen doch die Chance zu geben. Und er schreibt dann von einem Lohn, jährlicher Lohn für arbeitende Kinder, die nicht den ganzen Tag arbeiten, sondern nur zeitweise, 8 bis 36 Tage. Ganz schwierig umzurechnen, muss man die Fachleute fragen, ich sage nur 2 Zahlen dazu. 1 Schöffel Korn, 1 Taler. Und eine Familie, aber eine ganze Familie, insgesamt hat 1750 300 Taler gebraucht, um zu überleben. Was also die Kinder hier verdienen konnten, war nicht viel, aber ganz wenig war es auch nicht. Kinder, Jugendlehrer, Schule, das war sein Thema. Und kam zusammen mit seinem wachen Geist, der versuchte, etwas Neues aufzubauen und als Unternehmer sich zu betätigen.